Es gibt den Fahrer über 30, okay. 50 Busfelder, 100 Online-Spiele, ja, was auch immer. Ja, was auch immer. Liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen auf Twitch zu diesem Livestream. Eigentlich habe ich zuerst gedacht, ja, heute wäre ja, was soll ich sagen, Dienstag. Und das heißt, Mario and the Rabbids Kingdom Battle. Da aber um 18 Uhr die Direct von Nintendo anfängt, ne? Und ich die mit euch zusammen schauen will, habe ich mir gedacht, eigentlich kann ich Rocket League spielen, weil das kann man sehr schnell aufhören. Bei Mario and the Rabbids Kingdom Battle Lesson, so vielleicht sind wir mitten in einer Runde. Zmitzen. Ach, mein Schweizerdeutsch kommt hier vor. Kommt nach vor zum Vorschein. Da hätte ich gesagt, zmitzt ihr Runde. Rundi. Oder sowas. Mitten in einer Runde. Also das ist einfach auf Deutsch. Zmitzt ihr Rundi. Ero, ein anderer Spieler hat abgebrochen. Mann! Naja. Ich hoffe, ihr seid natürlich dann auch mit dabei, ne? Macht sie nur, also in 50 Minuten. Naja, okay. Schon fast 49 Minuten. Und jedenfalls eben hier, eine Runde geht 5 Minuten, das ist easy peasy, da können wir noch kurz davor aufhören, irgendwie um 17:55 oder 50, je nachdem, was auch immer. Daher. Oh. Ich wundere, was die alles bei der Direct vorstellen. Jedenfalls. Es wird sehr interessant. Habe ich noch nie angeschaut, ehrlich gesagt. Also direkt. Meistens habe ich nur so ein Review angeschaut. Sorry. So, ich habe schon länger nicht mehr Rocket League wirklich gespielt, daher verzeiht mir. Außerdem spiele ich das gerade auf der Nintendo Switch. Ah ja, das war die falsche Taste. Sind immer so Dinge. Oha. Sehr knapp. Jawohl. Muss da wieder ins Spiel ein bisschen kommen. Hast Sitzung 25 Minuten. Ja, genau. Weil ich vorhin schon gestreamt habe. Er zeichnet halt immer noch auf, als hätte ich die vorherige Sitzung hier auch noch. Ja, nice. So, 3 Minuten. Ah, ich hab nicht. Sprung hier. Ich habe übrigens die Clips erstellen gerade ausgemacht. Das wurde jedenfalls mal als Ding gebracht. Ich weiß nicht, wie das ist, mit der Direct anzuschauen, meine lieben Leute, mit Twitch hier, weil ich hier gerade auf Twitch streame. Die Werbung kann ich ja leider nicht ausmachen. Ja. Kann von mir aus dann Ding machen. Twitch selber machen. Und wenn da Musik vorkommt, die Copyright ist, da kann ich. Naja. Die Regel ja eigentlich auch nichts dafür. Ist irgendwie noch hinbekommen. Sehr schön. Ach, A und B ist für mich hier einfach vertauscht. Mal schauen, wie das dann in Skyward Sword wird. Ja gut, dann bin ich wahrscheinlich eh nur noch am Skyward Sword spielen oder eben halt Sea of Thieves. Ja.
Aber ich glaube eben, es gibt ja sehr viele Leute, die machen immer ein React auf irgendwas, ne? Also wäre das schon gehen. Direkt React. Und die streamen das ja halt auch auf Twitch oder so. Habe ich ja vorhin gerade auch gemacht, auf zwei Videos. Es geht ja darum, was ich eigentlich dazu sage, ne? Gut, im Prinzip ist es ja auch sonst mit einem Spiel, oder? Die Spiele gibt es ja auch auf den unterschiedlichsten Plattformen, die aufgenommen worden sind, ne? YouTube und Twitch ist nicht die einzige Plattform, wo man Livestreams hochladen kann oder irgendwelche Videos hochladen kann zu den Spielen, also. Klar, wenn man Musik hochlädt und das Copyright ist, ist was anderes, ne? Das habe ich auch nicht vor. Mal schauen, was Nintendo so raushaut heute. Ja, Direct. Ich bin eigentlich ja nicht so der Nintendo-Typ, aber ja. Die Direct von Nintendo geht ja meistens nicht so allzu lange. Daher. Kann man das noch machen? Ich hoffe übrigens, der Sound ist nicht allzu laut. Könnte aber sein. Ich habe da nämlich gar nicht drauf geachtet, beziehungsweise genau eingestellt. Nichts mehr umgestellt oder so. Schauen, ob dann überhaupt jemand dazu kommt. Überhaupt von mir jemand online ist, ne? Es gibt ja manche Leute, die sind zwischendurch hier in Rocket League. Das wurde auf meinem Kanal bisher eh noch nie so gefeiert, Rocket League, ne? Zwar Leute, die haben gesagt, jo, ich würde gerne mitspielen oder so. Aber in der Riebe? Das ist definitiv nicht der Fall. Oh, wenigstens mal wieder ein Tor von unserer Seite her gesehen. So. Was? Wir haben gewonnen? Ich dachte, wir haben verloren. Ach, wir haben zwei Tore. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Okay, einer ist online im Turnier. Und sonst... Naja, sind ja einfach die Leute online. Hier wird auch schön angezeigt, hier mit Controller. Annie ist on. Okay. Aber im Spiel sonst niemand. Ich mag halt Rumble, ne? Für mich ein schöner Spielmodus. Übrigens weiß ich hier echt nicht, was man als Kategorie einstellen soll, ne? Wenn ich ein Direct mache oder irgendwie dazu rede, weil... Ja, was gibt's da genau? Du kannst Spiel angeben. Aber es ist ja kein Spiel. Ich schaue ja kein Spiel an. Clip erstellen. Wieso kann ich einen Clip erstellen? Clipper erstellen habe ich eigentlich aus. Ich vergessen auf Speichern zu drücken. Kann natürlich sein.
Ihr fragt euch vielleicht, ja, wir müssen nach der Direct nochmal irgendwie was streamen oder so. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Jedenfalls Mario und Rabbit Kingdom Battle gibt's ja, naja, schon relativ viel mal gestreamt, ne? Und eben, ja. Tut mir natürlich leid, dass das so ein bisschen hier unterbrochen wird, sag ich mal. Aber manchmal ist das halt so. Man muss auch spontan sein können. Ich schwitze heute wieder übelst. Deswegen mache ich das eigentlich auch nicht gerne mit Webcam. Also vor allem, ich mag den Sommer auch irgendwie in dem Ding dann nicht. Mit Kopfhörer zu zocken ist dann noch mehr. Also du schwitzt ja hier, ich meine, doch das schon mal mehr. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Habt ihr den Sound auf dem Fernseher? Also ich habe ja keinen, aber... Sagen wir, früher habe ich ja den Sound auch im Fernseher oder im Monitor, je nachdem, gehabt. Oder ich hätte ja theoretisch eine Surround-Anlage, ich aber gerade nicht Verwendung habe, beziehungsweise überhaupt nicht aufgebaut habe. Weil ich wüsste nicht, gar nicht, wohin ich die platzieren sollte. Gut, ich stelle mein Zimmer ja auch immer wieder um. Da bin ich ein Profi darin, immer wieder umzustellen. Danke, guter Schuss. So, dann schauen wir hier. Ja, oder da Tschech. CZ ist doch... Oder bin ich da komplett falsch? So, ein bisschen retten, ne? Nein! Oh, 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 oh. Ah, schade. Nicht so wie gedacht. Er blockiert euch gegenseitig, das finde ich gut. Ich weiß, dass das nicht ins Tor geht. So. Ja, ich weiß, dass der andere hier die Stachis hat, aber... Oha! Was war denn das für ein Schuss? Fast gut gerettet, würde ich sagen. Ja? So, jetzt... Das war eigentlich die perfekte Vorlage, wenn es jemand holen... Ja, da. Ja, danke. Was für eine Parade. Ich wollte nicht danke sagen. Oh. Oh. Ja, ich kann nicht mehr... Ja. Nein. Guter Pass. Ja, wunderbar. Ich konnte ihn nicht mehr stoppen. Ich wusste nicht wie. Naja.
Ja, das war nichts. Das war einfach normale Abwehr. Kein Problem. Das finde ich immer super. Ja, danke, kein Problem. Oh, wow. Was für eine Parade, würde ich sagen. Oh, nice. Ah. Ah, okay. Hm. Oh. Ich wusste doch nicht, dass er Stachis hat. Woher soll ich das wissen? Was für ein Spiel zu. Sorry. Woher soll ich wissen, dass er Stachis hat, ne? Ich wollte den Ball einfach wegkicken. Dann kommt er mit seinen Stachis da und ja. Da war ich halt schon. Nein! Oh, schade. GG. Naja. Kann nicht immer gewinnen. Ich weiß gar nicht, wie warm das hier ist. Gefühlte 30 Grad. Naja, wahrscheinlich sind es nicht, aber trotzdem. Sommerwetter ist nicht so meins. Ich weiß nicht wieso, aber die meisten mögen den Sommer viel mehr als den Winter. Ich bin genau das Gegenteil. Wenn ich im Sommer geboren bin, ich mag die Kälte. Ja? Also. Nicht jetzt minus 10 Grad ist, klar, verstehe ich die Leute, wo finden, oh, das ist zu kalt. Wahrscheinlich ist für die schon 0 Grad manche zu kalt. Für mich ist 0 Grad, naja, das geht noch. Und wenn extrem eiskalter Wind geht, das verstehe ich, dass die Leute das nicht mögen. Das mag ich zum Beispiel auch nicht. Und vor allem, wenn du irgendwo wartest, ne, am Bahnsteig oder an der Bushaltestelle und dann ist so eiskalter Wind und du kannst machen, was du willst. Ne? Das ist auch bei Regen, wenn so kalter Wind und dann ist alles nass. Oh, das mag ich nicht. Ja, wunderbar. Oh no. Das war einfach dreimal. Einmal sorry. Boah. Ich weiß auch nicht, worauf ich hier gewartet habe. Danke. Wahrscheinlich hat der andere gesagt. Wunderschöner Schuss. Episches. Das gibt's auch nicht. Oh wow. Perfekt. Hab den Ball ja toll genommen. Was machen wir hier eigentlich? Aha. Oder anderen 148er Ping, heute tut mir aber leid. Ist ein Europäer? Server? Steht das überhaupt? Steht irgendwie gar nicht. Nice. Guter Schuss, meine ich. Nicht guter Pass. Guter Schuss, wollte ich sagen. Hä, wie bin ich da auf Pass gekommen? Ich habe doch nach oben gedrückt. Also manchmal, naja. Ich gebe die Schuld an den Controller. Nein, ich weiß nicht. Ich habe das schon früher das Problem gehabt, dass ich zweimal denselbe Ding gedrückt habe. Ja gut, manchmal, wenn ich das Gefühl habe, er hat es nicht richtig anerkannt. Erkannt? Das ist mir nämlich auch schon mal passiert. Ja, dann hat er nicht reagiert und ich habe einfach nochmal ein zweites Mal drauf gedrückt. Dabei hätte man einfach warten sollen. Ah,
Ja, wunderbar. Gut, das war jetzt heute auch. Ich sag nur nein und wow. Ich meine, was haben die hier für ein Spielzug bitteschön gemacht? Da komme ich ehrlich gesagt nicht mehr mit. Mit dem Pass, der war schon echt nice gespielt. Ach, das gibt's doch nicht. Die blockieren uns ja alle. Und ich. Dankeschön. Ja, es hängt irgendwie hinter hier, der Text hier. Aha. Ach, das gibt's doch nicht. Nice. Guter Schuss. Jawohl. So machen wir das doch. Dankeschön. Das nenne ich einen guten Spielzug, ne? Wirklich. Zuerst. Na gut, hätte besser sein können, aber er war echt nicht schlecht. Weil es ein richtiger Team-Spielzug war. Ach, das gibt's doch nicht. Na gut. Naja, wenigstens konnte ich ihn ein bisschen abbremsen. Ich hoffe, der geht ins Tor. Jawohl, guter Schuss. Was für eine Parade. Ich meine, ist auch eine Parade, ne? Er hat den Ball so weit wie möglich weggeschossen und das noch ins andere Tor versenkt. In einem richtigen Fußballspiel würde das wahrscheinlich nicht zählen, oder? Also zu sagen, gut, das ist jetzt nicht unbedingt der Torwart, aber würde das zählen? Ich bin da ein bisschen. Ich gehöre nicht zu den Fußballspielern. Naja, ich interessiere mich auch nicht so sehr für Fußball. Also selber spielen ist für mich immer noch die bessere Variante. Ist immer noch das, sag mal, angenehmere. Habe ich ihn überhaupt berührt? Es sah eben so aus, als hätte ich ihn zwar berührt, aber naja, vielleicht habe ich ihn berührt. Und völlig falsch gespielt. Es liegt jedenfalls noch alles drin, wobei wir sehr gute Gegner haben. Naja. Ist auch nicht die besten. Manchmal bin ich hier verwirrt, weil irgendwas wieder angezeigt wird unter Twitch. Dann schaue ich rüber auf den anderen Monitor. Oha. Und. Schade. Den Spielzug finde ich nicht gerade schön, aber er ist aufgegangen. Okay. Ja. Oha. Den finde ich überhaupt nicht gut. Nein. Oh. Guter Schuss. Danke. Nee, aufgeben ist nicht. Es geht nur noch 35 Minuten. Minuten, ja. Sekunden.
Danke. Nice. Hey! Aber ich hab's wenigstens versucht, ne? Da kann man nichts sagen. Ja, man kann vieles sagen. Was ihr wollt, aber trotzdem. Was macht denn der andere da? Nee. Also Spaß gemacht hat es jedenfalls. Aber die Frage ist schon, was war denn das? Bitteschön. Okay. So, ey, das Schwitzen und Schwitzen, ne? Aber ihr kennt es wahrscheinlich selber. Mit dem Wetter. Daher, ich mag das nicht. Ist mir zu warm. Ne? Ich finde immer lustig, wenn die Leute sagen, ne? Oh, ist so voll warm. Und ich sag denen nachher einfach nur, ja, ihr wolltet ja schönes Wetter haben. Die ganze Zeit. Ihr habt ja immer gemeckert. Ja, ich verstehe es, wenn es wochenlang nur am Regen ist, ne? Dann wünscht man sich schon mal so einen schönen Tag. Schönes Wetter, ne? Dass die Sonne scheint. Aber seien wir ehrlich, ich habe noch nie einen Tag erlebt, wo nicht irgendjemand am Meckern war, wo irgendjemand sagte, oh, heute ist super Wetter. Ja gut, es gibt schon manche Leute, wo das sagen, aber irgendjemand ist immer am Meckern, ne? Wenn es schneit, dann, oh nein, schon wieder Schnee, schon wieder kalt. Ja, einmal pro Jahr gibt es halt mindestens mal Schnee, hoffentlich auch, ne? Im Winter sind die Leute am Jammern, weil es zu kalt ist. Im Sommer sind die Leute am Jammern, weil es entweder zu viel regnet oder, was bei uns ist, in der Schweiz jedenfalls so, dass halt viel regnet. Beziehungsweise im Frühling kann es geben oder gegen Herbst halt. Ja. Und im Sommer halt auch noch, dass es zu warm ist. Also es gibt kein Wetter, wo die Leute nicht so richtig am Meckern sind. Gut, manchmal. Es gibt sehr selten so einen Tag, wo man sagen muss, ja, da geht's von der Temperatur her. Also für mich auch. Jetzt vom sonnigen Wetter, ne? Also für mich so bis 25 Grad, super. Aber ich muss sagen, dieses Jahr war echt komisches Wetter bisher. Also, das sonnige Wetter jetzt ist eigentlich das normalste Wetter, das wir haben. Im Sommer. Aber dieses Regen. Makaroni, ja, egal. Den Spruch einfach super. Oder heiliges Kanonenrohr. Woher ist der blöde Spruch eigentlich? Wer kommt auf so einen Unfug? Bitteschön. Ach, schade. Na wunderbar. Hui. Wunder, wie lang geht eigentlich so eine Direct? Ich glaube nicht allzu lange. Oder schon? Keine Ahnung. Sorry. Don't worry. Don't worry. Nein, keine Ahnung. Noch 20 Minuten, ne?
Aber wie gesagt, ich fand Rocket League auch früher halt schön, was. Naja, wo ich es dann gekauft habe. In 5 Minuten geht ein Spiel, das ist einfach wunderbar. Dann, klar kann es auch länger gehen, aber es ist einfach zum Sagen, hey, so lange geht ein Spiel, das ist einfach zu sagen. Für ein Online-Spiel, ne? Weil sonst ist es einfach so. Ja. Ich dachte halt, ich würde den wegschmeißen, ne? Also ich habe nicht gedacht, dass das so ein Item hat. Aber ja, man muss hier mit allem rechnen. Ah, das gibt's auch nicht. Nice! Das könnte ein Tor werden, jawohl. Er wusste auch nicht, was er machen sollte. Naja, das ist bei mir auch nicht anders. Die schießen sicher da vorne. Okay, oder auch nicht so. Da war halt keiner von uns dort, ne? Jawohl. Ah! Schade. Ja, was hätte ich machen sollen sonst? Gut, ich hätte mehr gegen unser Tor fahren können. Ha! Ausgespielt. Naja, den letzten kriege ich natürlich nicht, aber. Wo fährt denn der wieder? Die Direct hat er gerade gelesen. 100 Kommentare. Nein, nein. So, wunderbar. Wo? Das war ich nur, naja, ich weiß auch nicht. Ich wollte nur abwehren. Aber nice. Guter Pass. Nenne ich einfach mal. Weil das ja irgendwie als Pass gegolten hat. Oha. Wenigstens abgewehrt. So. Schade. Oh. Echt knapp. Echt knapp. Two, one, go, go, go. Naja. Ich denke, wir machen noch ein Spiel, ne? Dann hätten wir dann ungefähr ja die Zeit. Das kann ich mir nur ein bisschen frisch machen, kann man so sagen. Hey, ich schwitze hier echt übelst. Sogar die Hände, die sind schon verschwitzt hier. Boah. Das ist einfach so. Hier, komplett nass. Naja. Früher muss ich sagen, als Kind so. Kleines Skitty habe ich nicht so wirklich geschwitzt, aber. Ja. Oh, das sind zwei Switch-Spieler. Oh, Switch gegen, naja, andere Spieler. Interessant. Interessant.
finde aber schön, dass Rocket League sehr gut läuft hier auf der Switch. So, nehme ich dann schon Wunder, ob bei der Direct noch irgendwas vorgestellt wird. Wegen Switch, ne? Pro und so. Also ich habe jetzt nicht, ich bin nicht auf dem neuesten Stand. Moja! Daher. Rumeluf. Rumeluf, ne? Wo spring ich denn eigentlich hin? Nein. Oh. Das habe ich doch gesehen. So, wie geht's? Wie steht's? Frage ich mal. Was ist denn das für eine Partymusik hier? Gut, dir? Ja, mir geht's auch gut. Es ist einfach viel zu warm, aber sonst ist alles gut. Also für mich ist es zu warm. Auch wenn ich im Sommer geboren bin, bin ich nicht so. Also ich sag nicht, dass das schlechtes Wetter ist und so. Aber ich mag den Sommer von der Wärme her meistens nicht. Gut, andere haben es noch wärmer. Wenn du in die Wüste gehst und so, naja, da will ich nicht leben. ich sag nur wow. Zuerst rettet dann der Ball und dann machen wir trotzdem noch einen. Hat er nicht dem anderen den Ding geklaut? Was für eine Parade. Oder war das einer von uns? Und? Schaust du dir die Direct an? Also ich schaue mir die Direct mit euch an, also falls du auch mit dabei sein willst. Die Nintendo Direct. Die übrigens in, naja, wenigen Minuten startet. Ach so, wenigen, naja. 14 Minuten, 13 Minuten ungefähr, ne? Um 18 Uhr soll es losgehen. Mal schauen. Boah. Was ist denn hier alles los? So, weg mit dem Ball. Dankeschön. Ich glaube, ich schaue mir dann eine React an. Ja, ich mache ja sozusagen den React drauf. Also ich schaue mir die an und sag halt was dazu in dem Moment. Was ich eigentlich noch nie gemacht habe. Also ich habe heute auch gerade einen React zu zwei Trailern gemacht. Ja, halt kürzlich erschienen sie. So, nach vorne hier. Ja, das Ganze nach 24 Stunden lade ich das auch auf YouTube hoch. Also ich lade eigentlich jeden Stream, wo ich mache, ne? Den lade ich ja auch nach 24 Stunden ungefähr. Auch auf YouTube hoch. Ich weiß aber nicht, wie lange so eine Direct überhaupt geht. Also die Directs, wo ich bisher gesehen habe, die gingen bisher noch nicht lange, aber ja. Ich meine geschnitten, ne? Geschnitten nicht. Ich lade es genauso hoch. Also wahrscheinlich werde ich es. Ja.
Das wäre eine Parade. Ja, danke schön. Ne, ich lade es jedenfalls so hoch, wo ich es aufnehme. Wie ich es streame. Hat die Verbindung verloren? Ne, der ist auch einfach raus. Ja gut, das kann natürlich schon sein, aber... ist eher unwahrscheinlich, dass der andere hier... einfach nur rausgeflogen ist. Finde ich jedenfalls in dem Fall. Aber man sieht halt schon das Ergebnis, ne? Ja. So macht man doch das. Alex! Schaust du dir also nur geschnittene Reacts an, anscheinend. Boah, das wäre eine perfekte Vorlage hier gewesen. Oh. Oh ja. So. Jedenfalls, liebe Leute, bis gleich, sag ich mal. Denn die Direct fängt in ungefähr 8,5 Minuten an. Naja. Jedenfalls bis dann. Tschüss. Schönen Abend an diejenigen, die es halt sonst dann schauen.